Servus, Petri, Grüße von der Mur aus der Steiermark. Ich habe da ein super schönes Platz ausgesucht. Ich war da vor kurzem mit einem Fischerkumpel Hurchenfischen. Ich habe es auf der Stelle probiert und habe da einige dicke Forellen gesehen. Und da sind dicke Forellen und ein Haufen Eiteln. Ein Haufen Eiteln. Also teilweise über 55 cm. Ist ja alles schön und gut. Jetzt steht da einer. Jetzt steht da einer. Die Herrschaften will ich natürlich nicht stören. Und somit habe ich keine Ahnung, wo ich hingehe. Das war eigentlich mein Plan gewesen. Eschen fischen und dann umrüsten auf Huchen. So, Spotwechsel. Ja, auf alle Fälle Huchenzeit ist und ich muss da mit meiner Rute ein bisschen besser werden. Ich brauche da mehr Übung und das werde ich jetzt da machen. Wie gesagt, typisch ist Huchen, große Regenbogenforellen, kann ich damit sicher auch fangen. Vorne ist ein großer Stein. Jetzt habe ich auch einen Klick gehabt. Oh, 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 Vorsicht, das Trimmer. Dass ich meine Hosen, meine Eichen mache. Ah, da ist was. Da ist ein Verein. Ein kleiner Huch. Das ist ein schöner Parker. Schauen wir mal, wie er hängt. Okay, ist los. Ja, nein, es ist, mir fehlt einfach noch die Technik, mir fehlt die Übung. Ich brauche viel mehr Kraft, ich verbrauche viel mehr Energie beim Werfen im Vergleich zu anderen Fischer. Aber wenigstens schaffe ich die mittleren Weiten schon.
raus mit dir. Aber jetzt wäre ich charmiert. Mit der Müdigkeit wird man unkonzentriert. Die Hand tut mir weh. Oh, das geht jetzt. Jetzt habe ich es ein halber heraus. Oh, war das jetzt ein Biss oder was? Da war ein Fisch dabei. Ja, scheiße. Scheiße, ist nicht gehängt. Es war ein schöner großer Fisch. Das könnte ein Wurm gewesen sein. Ich hab's da nur aufblitzen gesehen. Da war Biss. Da war schon wieder was. Und ich bin durchgerutscht. Scheiße, Alter. Habe ich gerade einen schönen Biss gehabt. Eh, da oben vorher auch. Ey, war ein Riesenfisch. Aber mir tut schon alles weh. Ich bin ziemlich müde und somit, wie gesagt, mache ich eine Pause. So. So, wieder zurück zum alten Spot. Ich habe jetzt mein Spinnzeug einpackt, Forellenzopf auf Forellen, ein bisschen Hurchenfischen natürlich, wenn es später wird. Warte, schau mal, vielleicht kommt sie noch mal. Das war ein Schiff. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das erhalte. Ja. Warte mal, über den Baum muss ich drüber. Ja. So, da ist sie raus. Ja. Warte mal. Scheiße, na, die kommt. Ja. Ah, jetzt! Jo! Oh, ja, oh! Ah, ich bin wieder hoch! Oh! Nein! Warte, ich bin da. Ja. Wahnsinn, das ist ein Gerät! Ist ein bisschen schwer da, aber. Schau dir den Bracken an! Wahnsinn! Nein! Ja, was der kann da. Ich muss da zutrauen, gell? Na, bist du wahnsinniger, fahr mal ist ich aus. Ja, es ist, passt schon, es ist in Ordnung. Ich weiß, dass der da ist. Das ist ein Geischer. Ein 60er. Ja, das war ein 60er. Was käme, dass sie ausgeschossen ist, ha? Ich wie es da. Auf Hurchen probieren. Aber da habe ich auch eine schöne Forelle gesehen. Die probiere ich anfischen. Schöne große Forelle. Und weg ist sie. So. Da drüht jetzt auch ein Fisch. Er fischt trocken auf Eschen. Ich hab mit dem Gerät, der kommt aus Spanien. Freut sich, dass er da an der Mur fischt. Ja, und im Prinzip, ich kann ihm den Köder vor die Füße knallen. Halleluja. Aber ich glaube, so viel Respekt soll ich schon da sein, dass man das nicht tut. Ein Haufen Muckerl sind unterwegs. 10, 15 Minuten, wir sind noch fischen. 10, 15 Minuten, wir es auf dem Hurchen probieren.
ist unglaublich, was da für präzise Würfe mit einem mittelmäßigen Material möglich sind. Ja, statt Fischen habe ich da mit einer Frau ein bisschen geredet und diskutiert über Energie, Wasserkraft und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, ich hätte eigentlich fischen sollen. Ich werde es da ein bisschen auf die Eiteln und auf die Forellen probieren. Ich werde dann unter die Brücken reinhauen. Und ja, der Tag war eigentlich okay. Der war... zwei Fische habe ich gefangen, aber er war ganz okay. Action habe ich erlebt, einen Huchenbiss, Nachläufer, dann einen Biss. Die schöne 60er Forellen. Belassen wir es. Alles super, es hat alles gepasst. Ich wünsche Petri Heil, Deadlines, und ich mache jetzt noch ein paar Würfe. Servus! Ah, super, danke fürs Licht. Fisch, da ist was. So, mal schauen, wie du hängst. Ah, schöne. Der hat Form. Ah, der ist schön. Und ist weg. Herrlich.